Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was passieren muss, um das Event, den Solarflash, herbeizuführen? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 17. März 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben die Aufregung gespürt, die die Menschheit für euch alle empfindet, um zu einem Gefühl der Normalität auf eurer Welt zurückzukehren. Ihr habt Frustration, Wut, Furcht, Traurigkeit, Angst und eine Menge anderer emotionaler Zustände hinter euch gelassen, um an diesen Punkt zu gelangen, an dem ihr euch tatsächlich vorstellen könnt, eine neue Erde mit einer neuen Gesellschaft zu erschaffen. Ihr seid bereit für etwas Neues und etwas anderes, nicht nur für eine Rückkehr zu dem, wie die Dinge auf eurer Welt waren. Ihr seid bereit, euch auf die nächste Ebene eures Bewusstseins zu begeben, wo ihr die Evolution des Bewusstseins spüren könnt und sehen könnt, wie sie sich im täglichen Leben auf der Erde und in der Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, widerspiegelt. Letztendlich beruht eure Bewusstseinsentwicklung auf eurer Fähigkeit, freundlich und mitfühlend zu sein und einander zu verzeihen. Es hängt nicht alles von einem Event oder einem Solarflash ab. Es geht nicht darum, was in eurem Himmel mit Raumschiffen und ETs vor sich geht. Alles, was die Menschen sich wünschen, um die großen Veränderungen auf dem Planeten Erde herbeizuführen, kann und wird nur geschehen, wenn ihr alle die notwendigen Veränderungen in euch selbst vornehmt. Dann kann diese Reflexion zu euch zurückkommen und euch zeigen, was für eine friedliche und schöne Galaxie und ein Universum das ist, von dem ihr ein Teil seid. Ihr seid im vergangenen Jahr herausgefordert worden, herausgefordert auf eine Art und Weise, die ihr niemals erwartet hättet. Was ihr jetzt von euch selbst verlangt, ist, euch über die Kleinigkeit eurer Meinungsverschiedenheiten, eure unterschiedlichen Perspektiven und die Vielfalt der Standpunkte, die es zu dieser Zeit auf der Erde gibt, zu erheben. Nichts von dem, was ihr alle glaubt, sollte jemals eurer Fähigkeit im Wege stehen, euer Herz zu öffnen und Liebe zu sein. Ihr seid da, um Liebe zu wählen, um zu wählen, Quellenenergie im Fleisch zu sein. Und wenn ihr alle das tut, dann ist das, was ihr habt, ein wahres zweites Kommen des Christusbewusstseins. Und das ist es, was ihr dort auf eurer Welt braucht. Und das braucht ihr viel mehr als ein einzelnes Wesen, das vom Himmel herabsteigt, um euch zu sagen, schlecht und wer gut war, wer richtig und wer falsch war. Ihr müsst das Christusbewusstsein in Aktion zueinander sein, um euch vor Angst, Hass und Verurteilung zu bewahren. Denn diese Seinszustände, wenn man sie in euch garen lässt, schaffen eine giftige Umgebung, eine, die es schwieriger macht, eure Nächsten zu lieben. Beim Aufstieg geht es darum, sich zu erheben, und es ging noch nie darum, auf der richtigen Seite von etwas zu stehen. Erinnert euch also daran, wenn ihr das nächste Mal das Gefühl habt, dass ihr in eine neue Debatte über Politik oder die Art und Weise, wie ihr euch alle verhalten solltet, hineingezogen werdet. Und denkt daran, euch zu euren höheren Selbsten zu erheben, die nur Aspekte dessen sind, was ihr bereits seid. Und diese Aspekte dessen, was ihr bereits seid, werden euch immer von innen heraus rufen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.